und herzlich willkommen zur 89. Folge unseres. Hallo, was machst du denn hier? Unseres Let's Play Lumberjacks Dynasty. Ja, wir sind gerade hier auf dem Weg und wollen die Bretter verkaufen. In der Zwischenzeit habe ich den Hinweis bekommen, dass es also tatsächlich funktioniert, Bretter oder Paletten zu produzieren ohne Ende. Ups, da müssen wir lang. Ohne dass die verloren gehen. Also das wurde mir mittlerweile bestätigt. Danke für den Hinweis. Das heißt, wir können im Endeffekt erstmal Bäume ins Wasser schmeißen ohne Ende, ohne dass uns da wirklich was verloren geht. Denn das war ja das, wo ich so ein bisschen Angst hatte, dass ich gesagt habe, nein, und ich werde jetzt nicht produzieren, auf Teufel komm raus, sondern ich will erstmal zusehen, dass ich erstmal immer das raushole und trockne und was weiß ich alles. Nein, ich kann produzieren und sobald das alles trocken ist und verkauft ist, kann ich das wieder rausholen und verkaufen. Nein, rausholen aus dem Sägewerk und in die Trocknung packen, so rum. So, dann gucken wir mal, was hatten wir denn hier noch an Material drin? Hey, rumfahren, nicht gegenfahren. Da war leer. Gut, das haben wir alles raus. Dann können wir hier weitermachen. So. Und das auch wegbringen. Ups, das wäre jetzt beinahe schief gegangen. Ja, ab dieser Folge sind wir ja in einer neuen Aufnahmesession. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie viele Folgen ich mache. Normalerweise hätte ich gesagt, ich mache nur zwei und nehme am Wochenende auf. Da ich aber Samstag bei einem Umzug helfe, Sonntag schon Green Project aufnehmen muss und dann im Endeffekt nicht genau weiß, ob dann alles klappt, wie ich mir das vorstelle am Wochenende, werde ich wohl mal ein, zwei Folgen mehr aufnehmen heute. Das heißt, dass ich in die neue Woche schon reinkomme, also nicht wundern, wegen der Kommentare, dass ich dann erst irgendwann ab Mitte oder Ende der Woche dazu komme, das wieder oder mich da wieder drum zu kümmern, dass ich das umsetze, was in den Kommentaren kam.
So, hier hoch. Wie sieht's denn eigentlich aus? Nein, hatte ich alles verkauft, okay. Komm, ich bin schneller. Ich kürze ab. So, haben wir wieder 7. Was mir gerade einfällt, wie sieht es denn mit Aufträgen aus? Hier haben wir einen Transportauftrag. Ah ja. Und hier oben haben wir verlorenes Schaf und verlorenes Schaf. Saatgut haben wir im Augenblick genug. Ich denke mal, wir sollten uns erstmal um einiges anderes kümmern. Unter anderem würde ich dieses und dieses, oder ja doch, dieses und dieses Waldstück gerne kaufen. Das ist das nächste. Also Waldstücke im Grunde am Wasser machen Sinn. Oder vielleicht erstmal das kleine hier. Das wird dann einfach reingeschmissen und da brauchen wir nichts lange hin und her kutschieren. So. Und verkaufen, genau. So, dann wollen wir mal den Rest dann noch wegholen. Das verkaufen und dann
wollen wir uns mal um Waldstücke kümmern. So, jetzt haben wir nur noch 5. So, das haben wir leer. Das heißt, wir können uns hier hinstellen und warten, bis wir hier Spanplatten voll haben. Dann werden wir jetzt wieder was reinschmeißen. Mann. So. So, hier ist nichts. Spanplattenkisten in Produktion. Und hier vorne sieht man es angeblich auch. Ah. Bretterkisten in Produktion. Guck mal einer an. Die waren nur irgendwie verdeckt bisher. Da sieht man es nämlich, wie viele in Produktion sind. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir einen Trecker mit. Ja, nehmen wir einen Trecker mit. Wie sieht's hier aus? Das Ding ist leer. Im Trailer, das wird mittlerweile angezeigt, jawohl. So, mal eben gucken. Ja, genau. Also dieses Waldstück hier neben uns, das wäre zu verkaufen. Aber das haben wir ja schon weggeruppt alles. Da ist ja nichts mehr. Warum sollte ich das jetzt kaufen? So, und das auf der anderen Seite. Da ist auch nicht wirklich viel, ne? Aber dieses hier, was hier drüben ist jetzt. Das da, das ist schön groß. Ist zwar nicht besonders eben, aber so, da packe ich mal den Trecker. Und das Waldstück kaufen für 23.000. Wir haben 50.000. Oder für 11.000 und 23.000. Nee, die hätten wir nicht. Okay, das kaufen wir. Das ist unseres. Thank you.
So, gleich ab Richtung Wasser. Oh, immer drei Stück. Und dann fangen wir mit dem ersten an. Und das im Wasser. Wow, ich kann mit der Kettensäge in der Hand schwimmen. Wahnsinn. Was haben wir denn hier überhaupt? 77 Bäume insgesamt. Also. Aha, eine Sandbank. Okay. Ich muss den offensichtlich wirklich noch mal greifen, um ihn dann... ins Wasser zu schmeißen. Oder wie? Wieso funktioniert das jetzt nicht? Thank you.
Die liegen doch schon im Wasser. Wieso geht das jetzt nicht? Wieso kann ich die jetzt nicht? Oder ist das die falsche Position? Ich zerschneide den hier erstmal. Muss ich das vielleicht einen Tick weiter vorne reinschmeißen oder so? Ich weiß es nicht. Das habe ich mir irgendwie einfacher vorgestellt jetzt. Oder muss ich das da vorne machen? Ich schnapp mir mal so einen Stamm. Und versuch das mal. Okay, hier geht's noch nicht. Geht auch noch nicht. Hallo? Das ist hier jetzt aber blöd. Dann bringt mir dieses Grundstück im Endeffekt. Ja, gut, das Holz bringt es mir natürlich, aber das, was ich eigentlich vorhatte, das funktioniert nicht. So, bis hierher irgendwo. Bis hierher irgendwo geht das Grundstück. Aha. Aha. Das heißt, ich kann die hier rüber bringen, aber dann kann ich sie auch fahren. Ey, das ist doch. Wieso kann ich es da reinschmeißen und hier nicht? Aber was ich mal probieren werde, ist es hier oben von der Brücke zu schmeißen. Ich denke mal, das ist hier ganz einfach zu flach, dieser kleine Arm.
Das würde aber heißen, dass es hier nirgends funktioniert. Hier hingegen dann schon. Weil von da oben kann es ja rein. Also dieses Grundstück würde was bringen. Und dieses dann dementsprechend auch. Ach Mensch, das ist jetzt doof. Ich werde mir mal hier so einen Stamm schnappen. Einen, der sowieso schon im Wasser liegt. Und werde es wirklich mal versuchen, den von der Brücke zu schmeißen. Hallo? So. Nee, geht hier nicht. Also brauche ich doch wieder den hier. Den habe ich aber nicht da unten drunter geschmissen, sondern den hatte ich... Das reicht nicht. Müssen wir einmal gegensteuern. So. So, dann probiere ich das mal. Fahre ich mal da hinten hin. Schieb den Hänger rückwärts ins Wasser und lad einfach ab.
Ups. Nein, falsch rum. Nein, so. Was ist denn jetzt los? Wieso geht denn das jetzt wieder nicht? Bin ich nicht weit genug drin oder was? Ach Mann. Hallo, ich will den ablegen. Zu schnell. Okay, dann versuchen wir es mal. Jawohl. Gut, dann holen wir den Rest. Ja, dann sollten wir hier anfangen zu fällen. Und am nächsten Morgen dann vielleicht beigehen und mal gucken, ob wir die Stimme schmeißen können mit diesem Zaubertrank da, den wir da gebraut haben. Zaubertrank, ja, wie bei Asterix und Obelix. Da wird auch mit Zaubertrank gearbeitet. Oh, falsche Taste. Wegnehmen hier. Oh, sag mal, wieso schaffe ich das nicht, Seitenverkehr zu gucken hier?
ist irgendwas anderes, ob man vorm Computer sitzt oder tatsächlich im LKW oder auf dem Trecker. Na klasse. Oh. Wieso schmeißt er denn das dann hier ins Wasser rein, wenn er es eh nicht wegbringt? So, und den kriege ich jetzt gar nicht mehr, weil der so weit im Wasser ist, dass ich nicht stehend nehmen kann, sondern schwimmend nehmen muss. Och nee, ne? Und bei dem genau das gleiche Spielchen. Das kann es ja nun echt nicht sein, ne? Lieber Programmierer, da hast du Müll gebaut, aber richtig. Gut, den kriege ich noch. Gerade so eben. Aber den offensichtlich nicht mehr. Ha! Ausgetrickst, im Sprung erwischt. Ja, man kann nicht, wenn man schwimmt, was nehmen. Man kann aber mit was, was man schon in der Hand hat, weiterschwimmen. Ist ja irgendwie nicht wirklich logisch, aber naja. Das heißt, hier die drei Bäume haben wir weg, ne? Oder liegt hier noch was? Nein, liegt nichts mehr. Gut, dann kann ich die jetzt aufladen. Gut. Ups, wieso dreht er weg? Ich habe doch gerade gestanden.
Was mir hier fehlt, ist eine Handbremse. Packe ich den erstmal hier, weil dann kann ich hin und her springen. Gut, aber damit sind wir am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar, vergesst es aber nicht. Bis dann, tschüss!